Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Grow Song of the Evertree. So, gucket! Mensch, da kommt Zeug rein, ha? Talprovinz, eine Getreidemühle. Sehr schön. Morgen, Liebchen, erzähl mir, was ist heute da draußen los? Okay, ich verstehe. Sehr wohl, natürlich. Und dann zur Talprovinz. Was willst du von mir? Oh, bereits zum Einfordern, Tech-Update. Weil wir geschlafen haben wahrscheinlich. Oh, was gibt's hier? Letzter Bauauftrag. Ja, haben sie hervorragend gemacht. Also zwei Gebäude brauchen wir hier noch. Stadtgröße, Dekorateur. Daumen wird hier nicht. Wird nicht passieren. Seht. Ah, da drüben ist dieser Turm, wo die Ding unten drin ist. Da ist... ja... oder braucht jemand ein neues Zuhause? Gleich gucken. Gleich direkt gucken. Hier, wer ist das? Angus braucht ein Zuhause und eine Bibliothek. Und Mahe braucht eine Taverne. Haben wir hier eigentlich eine Taverne gebaut? Weiß es gar nicht. Wir haben hier gar keine Taverne. Oh mein Gott. Kann dem denn sein? Das geht ja mal so gar nicht. Okay, das bedeutet, wir brauchen hier definitiv... bauen, Häuser, Taverne. Hier ist die Taverne. Ich würde sagen, wir drehen die einmal geschwind. Aber wir fangen nicht damit an. Wir fangen nicht mit der Taverne an. Wir fangen hier mit... da ist die. Wir fangen mit der Bibliothek an. Genau, dann können wir die hier nämlich hier oben schick ausrichten. So hin, würde ich sagen. Oder ich würde sagen, so sieht okay aus. Das machen wir. Bauen wir dahin. Dann gehen wir hier hin. Die Taverne. Und die rödeln wir dann so hin. Das ist sehr schön. Und dann können wir da rausgehen. Können auf Verwalten. So, Mahe braucht ein Zuhause. Wo können wir den Mahe unterbringen? Verwalten, Häuser. Hier, großes Haus. Ich würde sagen, wir bringen den... ich würde sagen, wir bringen den Mahe hier unter, oder? Beim Friseur? Nein, halt, stopp. Blödsinn. Oh, hier. Hier bringen wir den Mahe unter, ne? So, und dann, weißt du was, dann bringen wir den Angus hier auch noch unter. Sehr schön. Ja, dann können wir hier wieder zurückgehen. Dann können wir sagen, hier Bibliothek. Einen Angestellten, den Angus bitte. Danke, dann zurück. Und dann hatten wir noch... die Taverne, und die Taverne möchte der Mahe haben. Ja, der so toll wird das jetzt hier nicht, aber ey, das läuft. So, dann haben wir unsere zwei Gebäude. Hier ist der Stadtgarten. Ja, hervorragend. Und dann einmal draußen. Glückwunsch, zwei neue Bewohner. Ach, die Gebäude sind noch nicht gebaut, ne? Deswegen geht Vielfalt noch nicht. Verschönerung geht auch noch nicht. Die Dinge haben wir auch noch nicht gefunden. Hier die nächste Höhle. Und dann müssen wir... jo, da sind die Immerlinge am Start. Da ist so eine... das ist schon... Das mit der Weitsicht ist natürlich schon cool, ne? Wenn du bis hier drüben so diese Häuser sehen kannst. Das hat schon was. Ja, das muss ich jetzt schon fairerweise sagen. Ich glaube, das da drüben ist die... ich glaube, das da drüben ist die Bibliothek vom Wiesen... Talteil, Dingens, Gerät, Ding, weißt du schon, hier Wiesenquartiere. Richtig. So, dann einmal hier runter, und dann habe ich gesehen, gibt es hier einen Friseur, denn ich brauche einen neuen Bart. Ja, Backenbart ist ja ganz schön, aber der ist halt aus der Mode gekommen. Seit den 80ern, ob 1880 oder 1980, könnt ihr euch jetzt aussuchen. So, da ist er doch, steht. Den nehmen wir, und den nehmen wir auch, und den nehmen wir ganz bestimmt nicht. Da können wir nur noch ein bisschen Myora rauskitzeln. Jawohl, und hier auch, ne? Ja, sehr schön. Da geht ein bisschen was, und dann direkt hier hin. Da ist er. Vollbart. Der muss. Der ist absolut in Ordnung. Und dann, wir können mal gucken, wie sieht es denn aus mit Haaren? Nee, ich finde Haare haben wir schon. Haare haben wir schon, die schönsten. Gut. Lasst uns mal den aufsetzen. Ja, der ist vielleicht ein
bisschen groß. Obwohl, wir lassen den. Wir lassen den auf. Das sieht hervorragend aus. Das gefällt uns zwar nicht besonders, aber trotzdem lassen wir den jetzt auf. Und dann brüllen wir unserer Rosie. Rosie! Oh, Rosie! Und dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben. Und zwar hier, Unterschlupf. Deliziös, da gehen wir mal ran. Da gehen wir mal ran da und dann gucken wir mal, was es da alles zu tun gibt. Oh mein Gott, ist das größer geworden? Nein. Oh mein Gott. Na gut, dann haben wir auf alle Fälle ein bisschen was zu tun. Ja. Haben wir auf alle Fälle ein kleines bisschen was zu tun. Das war auch mal schön. Hier gibt es hier was. Das kann man... Oh, das kann man in die Hand nehmen. Aber das kannten wir schon. Okay. Das... Well... Black. Nicht schön. So, dann würde ich sagen, oh, hier, schaut mal, da können wir schon gießen. Gieße und gieße und dann singe. Jawohl. Und dann fallen da Dinge raus. Und da können wir auch gießen und singen. Und hier können wir auch gießen, aber nicht singen. Hier ist... Tarnt sich was als Pilz. Okay. Wir gehen mal hin. Vielleicht kann man damit reden. Myzela. Ilzia. Mein Gott, was sind das für Wesen? Naja, gut. Vielleicht geht es denen besser, wenn wir... Ne? Zieh das raus da. Jawohl. Und weg damit. Nochmal. Ja, gleich pflanzen. Kommt gleich rein damit. Hier, Hammer gleich raus. Vielleicht kommt da noch was. Pflanze. Gieße. Und dann hau auf den nächsten drauf. Auch gleich wieder pflanzen. Auch gleich wieder gießen. Und singen. Können wir Myzela gießen? Wir können Myzela nicht gießen. Okay. Aber ganz alleine. Auch nicht schön, oder? So, wenn man so sein Dasein so alleine fristet. Ja, gut, scheint aber gut zu gehen, ne? Auf alle Fälle in der Lage zu tanzen. Ja, wenn es tanzen kann, kann es nicht so schlimm sein. So. Aber da passen wir mit unserem Hut richtig gut dazu, ne? Da passen wir mit unserem Hut ja richtig gut dazu. Hallo? Könntest du bitte pflanzen? Danke. Hat er keinen Bock gehabt. Ne? Weil er so... So, nee, brauche ich nicht. Habe ich nicht nötig. Okay, dann haben wir das. Dann haben wir das auf alle Fälle schon mal durch. Da will noch gepflanzt werden. Natürlich sofort. Steck den Samen rein. Yep. Und drauf und pflanzen und... Hallo? Könntest du... Ja, danke. Jetzt macht das Sinn. Da können wir auch nochmal gießen. Da können wir auch gießen. Ach, wie schön. Wenn alles wächst und sprießt und gedeiht und so, ne? Und schon schick. So, zack, Hammer raus. Aufgehaue. Jawohl. Und dra. Ach, schön. So, dann hier weiter. Hier. Da sind ja nochmal welche. Okay, kann ich dich anquatschen? Welt weniger muffelig. Danke, ja. Okay, also die... Hey, das erste Mal, dass wir einen Dank hören. Freund Ilz, hoff keine Sorgen, ja? Ja, und wenn ich Sorgen hätte, wäre das dann deine Aufgabe... Hoffen keine Sorgen. Wäre das dann seine Aufgabe, meine Sorgen irgendwie zu beenden? Nicht, oder? Irgendwie ja nicht. So, aber weniger muffig ist gut, ne? Weniger muffig klingt, glaube ich... Ja, ich glaube, das ist so ein... So, hier bitte waschen. Dankeschön. Dann hier bitte pflanzen. Pflanzen und pflanzen. Ja, Pflanzgeschwindigkeit wäre auch noch so eine echt tolle Sache. Pflanzgeschwindigkeit wäre noch eine echt tolle Sache.
Apropos Pflanzgeschwindigkeit wäre eine echt tolle Sache. Ist ja nur eins, aber... Wo bist du? Da oben. Berichterstattung. Tag, die Update ist wichtig. Ja, okay. 50. Oh, 10 mysteriös. Okay. Hervorragend. Ja. Sehr schön. Dann hier wieder raus und dann die Gießkanne in die Hand und schön Flüssigkeit drauf. Da freuen sich die Myzelis. So. Und rausrupfen. Ja. Komm, pflanz gleich ein. Gieß gleich an und dann hier. Zack, zack, zack. Und natürlich, da muss jetzt noch einer drunter stecken. Ja, ja, ich bin ganz nah dran. Ganz nah die Aria. Ja, super nah bin ich dran. Super close. Ah, ja, schauen wir mal, wie lange das Projekt noch geht, ne? Ich finde es ja schade, dass es langsam zu Ende geht. Euch scheint schon echt auf den Keks zu gehen. Naja. Wer übrigens wissen möchte, warum tatsächlich jetzt die letzte Woche fast nur ein Projekt kam, fast die gesamte Woche. Ja, es gab Zuwachs im Hause. Ja, wer mir auf Instagram folgt, der hat das schon gesehen. Ich hab da mal ein Bild gepostet. Ja, ich bin ja, bin so stolz auf mich. Geschafft, mit den sozialen Medien zu interagieren. Halt, hier, zack, weg damit. Weg damit und weg damit und dann hier waschen. Und dann? Und dann sagt er Arschloch. Arschlecken 350, sagt er. Ist nicht, wegen gibt's nicht. Okay, da kann man wieder drüber laufen, hochlaufen, rumlaufen. Ah, da. Seht! Von oben konnte man es erspähen. Man muss es gießen. Gieße es. Und dann? Ha! Und dann sind wir fertig für heute. Schick. Sehr, sehr schick. Okay. Waren wir in der Höhle schon drin? Keine Ahnung. Wir gehen hinein. Ja, ich glaube, wir waren in der Höhle schon. Wir können da natürlich nochmal rauskloppen. Ja. Ja, Midorium. Ach, Midorium. Versteinerter Fußabdruck, Silbererz. Ja, okay, gut. Das ist gar nicht so kacke, was wir hier rauskriegen. So. Ja. Yeah. Hätte ja einen anderen Hammer. So, irgendwie so. Ich weiß nicht, so eine Sache mit Aufwerten wäre noch eine geile Sache. Also, nicht nur die Gebäude unserer Bewohner, ja, weil wir machen ja alles, damit alle anderen glücklich sind und wir hausen immer noch in der gleichen Butze. Ja, sondern so Werkzeugaufwertung wäre vielleicht noch eine schöne Sache gewesen. Hey, hab. Und wieder hinaus. Jo, hier lang, hier rum, hier rüber, hier hinaus. Ja, da guckt er, da ist die Rosie. Und dann würde ich sagen, können wir... Oh ja, dich kennen wir eigentlich auch schon, oder? Ja, kennen wir eigentlich. Ja, dann... Schüttel und wackel und nackel und tu. Ah, Beere, samtig. Weich im Abgang. Ja, da kann ich wahrscheinlich schütteln, bis ich lila bin. Da kommt nichts. Ja, richtig. Oh, da oben. Oh, da oben. Hier, da geht er ran. Da können wir schütteln. Da fällt auch etwas. So, sehr schön. Oh, Melone, flauschig. Ja, flauschige Melonen. Ich weiß nicht. Also ich glaube, Melonen, wenn die anfangen, flauschig zu werden, dann... Ah, ich glaube, dann sollte man die wegwerfen. Also ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, so in einem rein gesundheitlichen Aspekt wäre das wahrscheinlich gar nicht so doof, wenn man das machen würde. So, und ich wollte noch hier oben, reich strahlend, da wollte ich noch hin. Und zwar wollte ich da Immerlinge einsetzen.
gehe er, nachdem ich ja endlich herausgefunden habe, dass das... Ne, ja, hier immer Kinder einstellen. So, einstellen. Ja, ja, alles gut. Und nochmal einstellen. Und dann haben wir alle drei und dann leb wohl, Alter. Leb wohl, nachdem ich herausgefunden habe, dass das doch Süßkram ist. Wow. Angeblich soll es hier übrigens noch ein Immerkind geben, glaube ich. Also wenn ich das richtig gecheckt habe. Oh, Nuss glänzend. Dich kenne ich ja schon. Dich kenne ich ja schon. Du bist ja nichts Neues, ne? Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber okay, gut. Ich würde sagen, dann hier Rosie. Rosieline. Oh, Rosieline. Geh da mal hin, da. Und dann, ja. Alles gut. Da schreit sie uns an, die Mutti. So, was können wir denn in der Talprovinz noch tun? Können wir da überhaupt noch was tun oder haben wir da jetzt einfach die Bobbeskarte gezogen? So. Rückgewinnung, Hammer, Verschönerung, Hammer. Stadtgröße haben wir noch nicht. Mhm. Handwerker haben wir. Ja, Vielfalt kriegen wir. Mhm. Wie gesagt, das werden wir nicht kriegen. Das wird über Zeit gehen. Wir können ja mal Dekorationen platzieren. Oder was haltet ihr davon? Ich bin ja großer Freund von Dekorationen. Ja, bauen Dekorationen. Das ist unglaublich hässlich. Gefrorener, ja, weiß ich nicht. Gefällt mir jetzt hier auch nicht unbedingt. Pilzlaternenmastbau, oh, ekliger Laternenmastbau schon jetzt zweimal nicht. Boah, Gartenpavillon sieht ja dicke aus. Können wir da leider nicht hinstellen. Hier können wir den auch nicht hinstellen. Nee, leider nicht. Aber wir können den hier hinstellen. So. Okay, so. Und dann können wir den mal drehen. Und dann können wir den hier ganz vorsichtig drehen. Dann können wir den hier so, können wir den dann ranstellen, ne? So. Das sieht ganz hübsch aus. Vogelbart. Könnten wir eigentlich auch mal wohin stellen, beziehungsweise, oh, Trittstein. Ach, Trittstein sind die, die wir hier legen können, ne? Oder? Nee. Boah, nee. Weg. Hier, pflanzt den da hinten hin. Wenn es unbedingt sein muss. Hau den irgendwo, ja, da pflanzt den da mal hin, da machen wir eh nichts. Dekoration. Mehr Dekoration. Baumplatz. Strauchplatz. Hängende Laternen. Das sieht schon wieder ganz anders aus. Wir sagen mal hier. Hier hinten können wir auch. Sagen hier einer hin und hier einer hin und dann vielleicht hier so mal umgedreht. Da einer hin. Und dann mit einem auf dem Weg zum Dorfplatz nichts passiert, auch noch da einer hin. Und hier unten, glaube ich, sehen die gut aus, oder? Also mal hier einen hinklarten. Da passt leider keiner dazwischen. Nein, schade. Der wäre es jetzt noch gewesen, aber hier hinten so in der Ecke, damit es nicht so dunkel ist, ne? Hier so hin und hier so hin. Oh, Statue, Bank. Oh, Bank ist natürlich auch eine tolle Sache. Vielleicht so vor die Bibliothek. So eine Bank so vor die Bibliothek. So hier so. Und dann gedreht und dann. Und dann sagt er, denkst du. Leck mich, sagt er. Können wir den mal so drehen und dann. Aha. Okay. So hin. Und dann nochmal gedreht. Wir uns auch nochmal drehen. Und dann vielleicht
so noch hin. Beziehungsweise hier vorne. Hier Baumplatz kriegen wir nicht. Schade. Großer sowieso nicht. Strauch. Oh, Strauch geht hier. Hier ein Strauch. Hier ein Strauch. Ich glaube, wir haben keine Mülleimer, ne? Das wäre jetzt natürlich hier noch gigantisch gewesen. Ja, hier so ein schicker Mülleimer irgendwo hin. Geht aber nicht. Statue haben wir. So eine Immerling-Statue. Wo können wir unsere Immerling-Freunde ehren? Unsere Immerling-Freunde. Wo können wir sie ehren? Wir könnten mal hier hinten einen. Vielleicht so rum. So. Da einfach mal bunt. Bunt einfach mal so ein Ding hinge. Rankgitter. Ich weiß nicht, ob das. Sehe ich jetzt so hier leider gerade irgendwie nicht, ne? Ich weiß nicht. So. So vielleicht einmal und so vielleicht nochmal. Oh, das sieht natürlich auch hübsch aus, ne? Also hier so, nee. So. So sieht hübsch aus, das gefällt mir. Und natürlich, ja, geht nicht, oder? Nee, geht nicht. Aber hier könnte man. So hin? Ja. Blumenauslage. Kann man machen, oder? Kann man mal machen. So einer hin. Dann so noch einer. Und auf alle Fälle hier noch einer. Ja, okay, das sieht jetzt seltsam aus. So. So. So sieht okay aus, oder? Hier ein und dann. Ja, komm schon. Also, bitte. Geht nicht. Doch, komm, muss, oder? Muss. Baumplatz. Kann man jetzt natürlich hier noch einen Baum hinstellen, ne? Und dann. Ja, hier noch einen. Ja, das sieht gut aus. Dann können wir. Die Vogelbäder, Strauch, großer Baum. Oh, das ist natürlich schon. Das ist schon arg gigantisch. Aber hier. Hier passt der doch ganz gut hin. So. Wow. Okay, der ist vielleicht ein bisschen groß, aber hey, da muss man auch mal drüber stehen können. So, hier noch einer. Und hier. Und komm schon. Komm schon. Weißt du, willst das? Weißt, dass du es willst. Okay, geht nicht. Ach, da haben wir keinen mehr, oder was? Doch, haben wir locker noch. Da hätten wir noch einige, aber das geht da nicht. Auch nicht. Ah, hier vorne an die Ecke hin. Ja, einmal so und einmal so. Und dann eigentlich noch einmal so, aber das geht dann auch nicht. Schade. Schade, 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 schade. Sehr schade. Extrem schade. Hey, goldener Tag der Samenstatue. Ja, der. Ach, warum nicht? Komm, wir tun den hier hin. Wo tun wir ihn hin? Ich würde sagen, hier hin, oder so. So, und dann gehen wir da raus. Und nochmal, und dann sollten das definitiv 14 Dekorationen gewesen sein. Jawohl.
Aha. Siehe er und fordere er. Sehr schön. Aha. Okay. Und dann könnten wir eigentlich der Rosi mal pfeifen und den habe ich. Ah, verdammt, den habe ich falsch hingestellt. Das geht so natürlich nicht. Sorry. Sorry, das geht so natürlich nicht. Natürlich. So, bitte nehmen. Und dann bitte drehen. So. So, drehen. Danke. Rausgehen. Das sieht schon viel besser aus. Da kann man auch schön runter gucken. Kann man die Ranke da. Oh. Kann man aber leider nichts mitmachen. Ja, die Ranggitter sehen jetzt da auch nicht so prickelnd aus, wie ich gehofft hätte, ne? Aber dem ist halt dann so. Da müssen wir dann einfach drüber stehen. Die sehen auch irgendwie süß aus. Nicht besonders toll, aber niedlich, ne? So, Grotte des Alchemisten. Wir gehen einfach direkt nach Hause. Und dann haben wir ja eigentlich schon eine gewisse Uhrzeit. Also können wir uns bestimmt schlafen legen. Aha, und wir können. Sehr schön. Einmal Taverne fertig, einmal Bibliothek fertig. Da kommt Kohle rein. Sehr schön. Morgen, Liebchen, lass mir erzählen, was heute los ist da draußen. Ja, Flora lässt ausrichten, dass sie deine Hilfe bei einem Problem gebrauchen könnte. Ja, ich weiß nicht, ob die Flora jetzt da nicht irgendwann demnächst nach Hause geht, ne? Weil... Und Talprovinz, da wollen wir natürlich auch hin. Erstmal in die Talprovinz, dann hier Vielfalt und dann gehen wir mal davor. Aha. Und dann... Tada! Tada! Und jetzt müssten wir eigentlich schon, oder? Ja. Richtig. Harmonischer denn je. Wir können das Lied singen, wenn wir es singen wollen. Und dann machen wir auch die letzte... Ach komm, oder? Hier, rein. Bam! Machen wir die letzte noch auf. Deine harte Arbeit hat es bezahlt gemacht. Du hast die Harmonie in diesem Distrikt wiederhergestellt. Boah, und jetzt geht's los da hinten im Pilzrisotto bald. Die Dürre zieht sich zurück. Boah, das war's aber jetzt noch nicht, oder? Nein, wir müssen ja noch mindestens ein Inselrezept finden. Und einen, hier, wie heißt's? Wisst ihr schon? Hier, ja, Liedfragment. Liedfragment war das Wort, wonach ich gesucht habe. Errungenschaft freigeschalten, hoch hinaus. Boah. Sieh sich dieses Spektakel einer an. Ja, gehüllt in Licht, durch Myora durchflutet wahrscheinlich. Wow. Ein Haufen Bäume da oben. Kann man den, dem Bauling nochmal sagen, er möchte nochmal. Boah. Sieht das dicke aus. Schau dir das an. Berghangbezirk wurde freigeschalten. Hammermäßig. Wow. Ja, wir gehen es uns natürlich noch auf alle Fälle noch schnell angucken. So. Was begibt dich zu La Donna? Ja, wir müssten... Hoppala. Ja. Wir begeben uns gleich zu La Donna. Jetzt begeben wir uns erstmal zu... Waldregion ist da. Da ist, genau, hier Flussrevier. Da begeben wir uns jetzt kurz hin. Auf einen zügigen. Und dann wollte die Flora was von uns. Und die Flora, die... Verdammt, wo habe ich den Tempel hingestellt? Das ist doch hier, oder? Bin jetzt nicht doof. Ich bin... So, da ist das Gast, da oben ist der Tempel. Die Flora möchte was von uns. Naja, gut. Wir quatschen noch kurz mit der Flora, dann schauen wir uns das Ding halt demnächst an. Oh mein Gott, was ist denn da oben los? Oh. Okay, hier gibt's wohl mehr. Flora, Silvia, Gott sei Dank bist du hier. Diese Leute. Flora, wir sagen nur, dass ein Obstkuchen verschwunden ist.
und jemand Erik in der Gegend gesehen hat. Aha, aha. Und wir haben von euren Masken gehört. Wir wissen über Erik Bescheid. Ich würde sagen, wir hören uns an, was sie zu sagen haben. Heute früh hatte ich einen Obstkuchen zum Abkühlen auf meine Fensterbank gestellt. Das ist auch immer der sicherste Ort, wo man so einen verdammten Obstkuchen abstellen kann. Der wäre bei mir auch unsicher. Ich bin weggegangen, um mich um die Wäsche zu kümmern, und als ich zurückkam, war der Kuchen verschwunden. Als ich mich umsah, sah ich jemanden um die Ecke verschwinden und konnte den Saum einer Robe erkennen. Mhm. Ich habe mich umgehört und herausgefunden, dass Erik in der Gegend war. Aha, wir haben die Gerüchte gehört. Über ihre Masken und ihre Bedeutung. Wir wissen, dass Erik in seiner Heimat für ein Verbrechen angeklagt wurde. Ja, und wenn der jetzt für Mord angeklagt wurde? Ja, ist es dann immer noch so wichtig mit deinem Kuchen? Glaube ich nicht. Naja, was auch immer er getan hat. Es muss schlimm genug gewesen sein, um ihn deshalb vorzuschicken. Ja, das ist wahr. Es war bestimmt Obstkuchendiebstahl. Bin ich mir fast sicher. Erik war bekanntermaßen in der Gegend und wurde als Gesichtsloser verurteilt. Der Fall scheint klar. Ja, natürlich, weil Menschen ändern sich ja nicht, ne? Aufhören. Aha, ich wusste es. Bitte hört auf, Erik die Schuld zu geben. Wir haben vorhin mit Erik Verstecken gespielt. Als wir gespielt haben, haben wir was super Leckeres gerochen und vielleicht auch gegessen. Erik war sehr böse auf uns. Er hat gesagt, wir müssen uns für das entschuldigen, was wir getan haben. Wir hatten Angst, es vorher jemandem zu sagen. Erik war schon so böse auf uns. Und wir wollten nicht, dass sonst noch jemand böse auf uns ist. Wir wollten Erik nicht in Schwierigkeiten bringen. Bitte seid nicht wütend auf unseren Freund. Es war unsere Schuld. Ist die Sache geklärt? Es tut uns leid. Tut uns leid, dass wir dich in Schwierigkeiten gebracht haben, Erik. Hätte keine voreiligen Schlüsse ziehen sollen. Nein, hättest du nicht. Bitte vergib mir. Mir tut es auch leid. Ich bereue, was ich heute getan habe. Bitte vergib uns, Erik. Wir sollten jetzt gehen. Wir sollten gehen und darüber nachdenken, was wir getan haben. Ja, und ihr solltet einen verdammten Obstkuchen backen für ihn. Gehen wir. Hammermäßig. Es ist ein Segen, dass es friedlich gelöst werden konnte. Ist alles in Ordnung? Bist du in Ordnung? Ja, ich bin voll ausgeklappt. Bist du in Ordnung, Erik? Sylvia? Danke, dass du mir geglaubt hast. Ja. Wurde wahrscheinlich wurde er verurteilt, weil er an irgendeiner ganz seltenen Rasse einen Genozid verursacht hat. Ja, und jetzt kommen sie ihm an wegen beschissenem Obstkuchendiebstahl. Naja. Jeder, wie er meint, ne? So ist es halt. Und es hat geheißen, wir sollen zu... Halt, das war vollkommen falsch. Das wollte ich nicht. Nein! Na gut, dann würde ich sagen, wir machen das mal anders. Ich gehe jetzt nochmal da runter, dann schaue ich mal ins Buch und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, denn ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht zu bewerten. Bis dahin und ciao. Und du da oben, geh mit dem Hammer runter.